Mecklenburg-Vorpommern, Pommern, 25 Grad. Diese 25 Grad würden solch ein heftiges... 25 Grad, weil ich da gerne bin und es warm haben möchte, verdammt nochmal. Ach so, das hätten wir jetzt auch. Die Sonne scheint überall. Morgen gibt es nur Sonne, strahlend. Lutz McKenzie, Sie haben mir gerade erzählt, Synchronstimme. Wir reden gleich über die vielen Synchronarbeiten. Sie sollten auch verblüffend oft Jesus Christus synchronisieren. Ja. Wir lassen das einfach. Es ist alles scherzhaft gemeint, meine Damen. Würden Sie mitfliegen? Mit der Frau, na selbstverständlich. Also das Geschlecht, das spielt doch da überhaupt keine Rolle. Hauptsache, sie versteht ihr Handwerk und sie macht ein bisschen Bodybuilding, um den Steuerknüppel halten zu können. Ich glaube, das ist gar nicht die Schwierigkeit, aber ich glaube eher der Kampf gegen die Männer. Ja? Ja. Wieso? Al Pacino, Gene Kelly, Frank Sinatra auch. Auch einmal. Zusammen muss man sich da gut verstehen. Wir sind engstens mit einer Woche länger. Jürgen gibt Ihnen immer noch das Geheimnis. Macht nichts. Wir sehen ja, also in der Tat, die Geschichte geht weiter, weil unser Kollege Poschalski hat nun erzählt, dass der Beißer, also der, der dem anderen die Nase abgebissen hat, Klage erheben will wegen schwerer Körperverletzung, weil angeblich der andere ihm eine schwere Kopfnuss verpasst habe und er daraufhin irgendwie mit seiner Nase in dessen Zähnen hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, also eine unendliche Geschichte. Toll fand ich die Platzwahl. Ja, wir kennen Sie, aber wenn Sie meinen. Gibt es denn solche Raufereien auch im Synchronstudio, wenn Sie so nebeneinander arbeiten? Ja, sondern da wird getanzt und da wird sich bewegt und der ganze Körper macht mit. Das muss einfach. Ne? Also wer da zuguckt durch die Scheibe, der sagt, das ist die Kamera hier. Ne, da ist sie jetzt da. Ich habe Sie jetzt kennengelernt, Herr McKenzie. Sie sind ein ganz fieser, ein unangenehmer, ekelhafter Bursche. Ja, natürlich, das bin ich und das bin ich gerne, weil das bringt... Ich weiß es nicht, also glatt zu Gott, da wollen Sie auch, ja richtig, ja. Meine Serie von Fall zu Fall und im Laufe der Zeit wachsen wir halt zusammen und dann sind wir Sie richtig gute Freunde. Sie haben auch noch für einen Satz Gelegenheit, unseren ostdeutschen Zuschauern jetzt zu sagen, dass es nur im Film so ist und dass es Sie nicht persönlich betrifft. Überhaupt nicht. Alle Mühe gegeben. Ich glaube, jetzt ist angekommen. Beim Meisterkoch Josef Viehhauser lernen wir heute eine Menge, zum Beispiel wie ein Garprozess. Toll, wie Sie das sagen. Ich bewundere Sie. Könnte ich nie. Ich kann das jetzt nicht zurückgeben, weil ich decke jetzt etwas auf. Was? Sie haben Pornos synchronisiert. Ja, Sie nicht? Gedreht, da hätte mich keiner gekauft, um Gottes Willen. Vielleicht noch mit... Also das hätten wir jetzt auch geklärt und haben Sie... Lutz hat sowieso nicht zugehört, deswegen reden wir jetzt gleich wieder über das Synchronsprechen. Hier ist was los, das können Sie alles gar nicht mitkriegen. Wunderbar. Sie haben ja auch lange Theater gespielt. Was ist denn Ihr berühmtester Werbeslogan, den Sie mal gesprochen haben? Katzen würden Whiskas saufen. Whisky saufen, jetzt habe ich doch gesagt. Schiete. Wir machen ein wichtiger Bereich, ein wichtiger Industriezweig auch, denn Schauspieler, die arbeitslos sind. Oh Gott, tausend, nicht? Also das Synchrongewerbe, die Synchronindustrie, es ist ja eine richtige große Industrie geworden, fängt sehr, sehr, sehr viele Leute auf, die eben nicht die Chance haben, ins Theater zu kommen. Ich bin aber kein Araber. Was heißt das? Die geben nie rechts die Hand. Wieso? Deshalb. Wir sind am Ende, nicht am Ende, sondern wir haben die ganze Zeit über Synchronisation gesprochen. Jetzt soll Lutz McKenzie synchronisieren. Was sehen wir jetzt? Ja, also eine, ging doch beinahe ganz gut, nicht? Ja, vor allen Dingen, Sie haben es zum ersten Mal gesehen. Das war, und ich habe es auch falsch rum noch gehalten. Worauf kommt es denn an, wenn Sie jetzt, wie oft müssen Sie eine Szene sehen und was müssen Sie sich merken? Weil die atmen ja, holen Luft. Ja, also normalerweise guckt.